unglaublich. Also, das ist professionelles Rausziehen des Geldes aus den Taschen der Menschen. Das ist unglaublich. Dann gibt er denen noch so ein Gefühl von Zugehörigkeit, nennt die noch alle Teamfamilie und so, Herzchen, dies, das. Boah. Also da steckt ein richtig teuflischer Geist dahinter. Ey. Ultra heftig, ultra heftig. Wenn man sich das so anguckt, denkt man so, was ist denn los mit den Leuten? Das ist unfassbar, wenn er wenigstens so irgendwas Geistliches machen würde, irgendwas den Leuten mitgibt oder über Dinge aufklärt, was weiß ich, irgendetwas, aber da zu sitzen und die Leute dazu animieren, so komm jetzt, du alles mal drei. Das ist für mich unvorstellbar, ne? Das ist unfassbar. Ja, und die Leute, ja, knallen da einfach vom Allergemeinsten da rein, ne? Das ist unfassbar. Naja, möge der Herr Jesus Christus ihm auch die Augen öffnen. Was für professionelle Abzocker, ey. Nicht nur für dich, Bruder, das ist TikTok, ja. Wahnsinn, ey. Da siehst du, auf einmal kommen alle großen arabischen Familienmitglieder und wollen auch alle vom Kuchen abhaben. Und dann machen die auch noch Matches und Bestrafungen, hast du nicht gesehen, hier und da und, ne. Muss man hier Klimaanlage anmachen mit meinem neuen Super-LKW hier. Dr. Scherer war mit uns sein super neues Hetzmobil. Hetzman ist am Start für euch. Wer ist da? Der Bruder Danny. Was ist Segel? Wie geht's dir? Ja, danke. Gut. Und dir, du alte Hetzbacke? Auch gut. Ich hab Dings Match machen. Was willst du? Ich hab verstanden, wollen wir ein Match machen? Nein, du doch nicht. Aber ich hab das gerade mitgehört, du hast recht. Ey, die machen richtig viel Kohle damit. Die machen richtig Kohle damit. Das sind Teufel. Dämonen. Ich hab mal von so einem TikToker gehört, dass der am Tag, überleg mal, Amir, 300 bis 500 Euro macht. Das musst du dir mal geben. Weißt du, wie viel Geld das ist in der Woche? Während wir alle hart arbeiten, so weißt du, also ich meine, jetzt gehe ich da nur hin und animieren die Leute so und die Leute ballern da einfach rein, verstehst du? Ich würde das irgendwo verstehen, wenn er wenigstens irgendwas machen würde, so Aufklärung oder irgendwas den Leuten mitgibt oder so. Ja. Was so wenigstens was fürs Leben mitzugeben, aber da dort zu sitzen und einfach so voll drauf loszuanimieren, dass die Leute da reinknallen und die Leute knallen auch noch voll da rein. Das ist für mich unvorstellbar. Ne? Ja, und Bestrafung hart abschneiden und dann siehst du, wie viel Geld die bekommen. Universum, Löwe. Heftig, ne? Du musst dir mal vorstellen, die machen so viel Geld, wo du wirklich hart arbeiten musst, musst morgens aufstehen, kommst nach Hause und die sitzen einfach und einfach nur doppelt, walla, nochmal und das ist unfassbar, das kann man sich krank. Doppelt und walla. Aber ich habe auch gehört, Amir, die machen Geldwäsche, ne, in Dubai. Mit das Geld, habe ich auch gehört. Das kann von auch alles sein. Also da steckt eine ganze mafiöse Struktur hinter. Da ist eine Mafia dahinter, ja. Da ist eine Mafia dahinter. Habe ich auch gehört von einigen TikTokern. Da ist eine riesige Mafia dahinter. Du musst dir mal vorstellen, was da für Summen zusammenkommen. Das ist ja unglaublich, ey. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber egal, wir trachten ja nicht nach diesem Schatz. Unser Schatz ist ja im Himmel. Da haben wir die Worte des Herrn Jesus Christus, der uns eindeutig sagt, trachtet nicht nach dem Irdischen, sondern trachtet nach dem Obrigen, dass wir in das Himmelreich kommen. Denn was dem Kaiser ist, das ist dem Kaiser. Gib Gott, Amen. Was Gott ist und gib Kaiser, was dem Kaiser ist. Siehst du, diese Leute denken nur irdisch bedingt. Die denken, die nehmen ihr Vermögen so mit. Ja, aber was meinst du, wenn wir das Geld bekommen würden und könnten damit arbeiten für Arme? Jetzt ohne Witz, was meinst du, wenn wir dieses Geld benutzen für arme Leute? Ja. Wie du schon sagst, geistiger Durchfall, ne? Die machen keine Aufklärung. Die hauen sich da Backpfeifen, essen Zwiebeln. Das ist so Unterhaltung für die Leute. Na, das gefällt dir. Ja, traurig, ne? Ja, das ist diese verdorbene Welt. Gott sei Dank wissen wir, was auf die Menschen zukommt.
die sowas machen, die sowas nicht. Ja. Ja, aber Armin, weißt du, was die noch. Ja, aber weißt du, was auf die zukommt? Über Armin, wenn du 50 bis 100.000 Abonnenten hast, damit du verführst ja diese Seelen. Du verführst ja diese Seelen. Die nimm dich ja als Vorbild, verstehst du? Wenn du zum Beispiel nur so einen Durchfall machst, gar nicht was geistlich ist, kopieren die dich ja, diese Jugendlichen. Was meinst du, was der Herr mit den allen machen wird? Was meinst du, was der Herr mit den allen machen wird? Das ist ja unfassbar ungeistlich. Ja, der Jesus Christus sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, wir leiden. Es wird also ein riesen Zaster für sie werden, ne? Ja, ja, wir, guck mal, die haben ihr Lohn auf Erde und wir kriegen danach unser Lohn. Hast du gesehen? Überall ist, also in Sachsen ist, glaube ich, AfD so die stärkste Partei, die gerade da alles am Abräumen ist, ne? Ja, auch unfassbar. Dass diese Gesellschaft bald hindriftet, ne? Ja, 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 ja. Der Aber Arme, ne, sollte AfD so hier bestimmen, werden wir uns auch der AfD unterordnen, so wie jeder anderen Partei, weil wir haben nichts mit dieser Welt zu tun. Amen. Nach Römer 13 ordnen wir uns jeder Obrigkeit unter, die über uns herrscht. Ja. Ne? So ist das. Da müssen wir aber auch sagen, die AfD wurde dann vom Herrn eingesetzt. Da kannst du nichts mehr dran rumrütteln. Dann wollte der Herr das so. Ja. Aber guck mal, Amir. Wir kennen ja die Bibel und wir wissen ja, was auf die Menschen zukommt. Ja. Wir wissen ja, was demnächst zukommen wird. Und die Deutschen versuchen ja, ich höre das ja auch immer, dieser Rassismus. Ja, wir müssen Deutschland aufbauen. Deutschland soll Deutschland sein. Wir müssen die Ausländer rausschmeißen. Ja, du musst aus deren Perspektive denken. Du musst dir mal vorstellen, dass die tagtäglich, sobald die den Fernseher anmachen oder die Zeitung lesen oder Internet, Facebook, sehen die nur, dass die Flüchtlinge, die hingekommen sind, nur jeden Tag am Abstechen sind und am Vergewaltigen, am Morden und alles Mögliche. Du hörst das jeden Tag. Jeden Tag. Natürlich haben die Leute, denken sich, was ist denn bitte, was ist aus diesem Land geworden, Mann? Ja, aber wie dein Bruder schon gesagt hat, kann das vielleicht sein, dass es eine Zucht ist von Euro, eine Zucht ist vom Herrn? Bruder, kann das vielleicht sein, dass es eine Zucht ist? Weil ja, natürlich, klar, damit uns andere. Aber ich wollte dir nochmal sagen, um sich in die Lage dieser Menschen zu versetzen, die überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben. Ja, ja, irgendwann haben die auch berechtigterweise, natürlich, wenn man sich in die Gedanken versetzt und aus ihrer Perspektive schaut, denkt man sich natürlich, klar, also die sind hier aufgewachsen, die haben nie Probleme mit irgendwie das. Dass sie rausgehen und fürchten müssen, dass jemand mit einer Axt irgendwie in die S-Bahn einsteigt und da auf einmal wahllos in die Leute reinschlägt oder was. Und dann hören wir Afghanen hier, Syrer da, Iraker da. Ja. Das weißt du, was das denn das auslöst? Natürlich gehen die dann zu irgendwelchen Parteien, die das Ganze dann aufhalten. Da kann man den Leuten das halt nicht übernehmen. Ja, natürlich hast du das mitbekommen, was da irgendwie in Dortmund passiert ist. Irgendwas war da auf Facebook, so ein kleiner Bericht, da war ein Pass, also so ein Straßenprediger, der wurde da von Asylanten zusammengeschlagen, Nase gebrochen, Kiefer gebrochen und dann musste der ins Krankenhaus, weil er das Evangelium gepredigt hat, weil er halt gesagt hat, dass alle Religionen falsch sind und nur der Herr Jesus richtig ist. Musst du dir mal vorstellen. Wenn du also die Wahrheit äußerst gegenüber dieser ungläubigen Welt und sagst, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt in den Himmel als nur durch Jesus Christus. Damit hast du schon die Probleme auf dich gezogen. Deswegen sagt der Herr ja auch, wenn ihr mir folgen wollt, dann müsst ihr auch leiden. Also euer Kreuz auf euch nehmen. Das Kreuz auf sich bedeutet, ihr müsst bereit sein, für mich zu leiden. Nichts anderes. Ja, ja. Du siehst also, wenn ein Mann, weiß ich, auch Muslime zu mir kommen und sagen, Amen, du hast dich für den leichten Weg entschieden. Christsein ist so einfach. Du brauchst nichts zu tun und du kannst in den Himmelreich reingehen. Guck mal, wie viel wir machen müssen. Und am Ende wissen wir noch nicht mal, ob wir gerettet sind. Meinst du, bist du dir sicher? Was meinst du, was die Christen alles erdulden müssen? Nur um Jesus Christus gerecht zu sein und seinem Wort standzuhalten. Also, ihm nachzufolgen, ist mit das Unmöglichste, was es gibt. Weil du musst dich ja selber verleugnen, bereit sein, so Leid auf dich zu nehmen und auch nicht so aufzumummen und sowas, verstehst du? Ja, ja, natürlich.
Du musst ja wirklich an mir tagtäglich sterben. Du merkst es ja tagtäglich. Kreuz nehmen und tagtäglich sterben. Du kannst ja nichts machen, wenn jetzt zum Beispiel deine Arbeiter dich da verspotten. Du kannst ja nicht hingehen und die dann anmachen. Du musst es erdulden. Du musst es, ja, beten für die, ne? Das will ich mal sehen, ob das auch Muslime machen, Amir. Ich will mal sehen, dass du Ja. dann Mohammed verspottest, die beleidigst. Und ich will mal sehen, ob die Muslime dann sagen, ja, alles gut, wir lieben dich. Will ich mal sehen. Ja, es ist hart, Es gibt ne? natürlich, Muslime, die sehr liberal sind und sehr gediegen, auch wenn du jetzt Mohammed da irgendwie kritisierst oder was. Ja. Dich so zu schlagen oder physisch anzugehen. Aber darunter gibt es auch eine breite Masse, die dann auf einmal sich berufen fühlt, weil Mohammed so ein Prophet ist, das ist ein Todesurteil. Nur zu Ja. sagen, dass er kein Prophet war. Und stell dir mal vor, die Muslime sagen tagtäglich zu den Christen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, Jesus ist nicht Gott im Fleisch, es gibt keine Trinität, Jesus wurde nicht gekreuzigt, er ist auch nicht auferstanden, also die gesamte Bibel ist Quatsch. Und die Ja, gehen auf die seine Straße und brüllen da so laut rum. Was meinst du, was mit uns passiert, wenn wir das in den islamischen Ländern machen? Merkst du diese Ungerechtigkeit? Amir, ich bin ja auf der Straße, ne? Und ich verteile ja auch Bibeln und Flyer. Und da habe ich so kleine Bibeln verteilt. Kennst du diese, das Johannesevangelium? Dieses kleine blaue Heft? Ja, und dann habe ich das halt Flüchtlingen gegeben und die meinten, das ist Bibel. Und dann meinte ich, yes, Injil. Und meinten die, was soll ich mit dem Scheiß? Aber was meinst du, wenn ich Da das siehst mit dem Koran gemacht hätte? Was meinst du, du, wenn jetzt, mein was Lieber, meinst du? Ja. da siehst du, dass der Rob Christian, der war ja gestern hier bei uns, und er hat Ja. ja uns durch die islamischen Schriften, was uns verborgen bleibt, hat er uns ja gezeigt, dass die Al-Azhar-Universität so in ihren Büchern aufgenommen hat, dass man sich mit der Tora und dem Evangelium den Hintern abwischen darf. Also so Oh. viel Respekt haben die vor der Tora und dem Evangelium. Guck dir das an. Die Wahnsinn. höchste Autorität in der islamischen Welt. Wahnsinn. Die Wahnsinn. Universität, wo Imame und Schiuchs ausgebildet werden. Wahnsinn, ne? Und die sagen, Wahnsinn. es ist kein Problem, du kannst die Seiten der Tora und Evangelium rausreißen und dir den Hintern damit abschmieren. Absolute Wahnsinn. Ja, krank. Ja, krank. Ja, aber du weißt ja, ne, was hier schon abgeht in England und Frankreich, Schweden und so. Das dauert auch nicht mehr lange. Warte mal ab in den nächsten 7 Jahren. Ja, in England gibt es ja ganze Vergewaltigungsbanden, die dann losziehen und Frauen, die leicht bekleidet sind Ja. und eventuell so angetrunken vorfinden oder was, dass sie sofort dahin gehen und die ins Gebüsch zerren oder was auch immer. Hier ist das, hier geht das ja auch schon ab. Hier ist auch Heftig. noch mal so ein Quatsch durch die ganze Flüchtlingswelle, dass irgendwelche Leute so Frauen ins Gebüsch ziehen oder hinter den Herren beim Joggen. Das ist der Wahnsinn, Mann. Ja, aber Sie meinst kommen du? auf den Punkt zurück, dass es dann auf einmal Leute aus einer weltlichen Perspektive die dann sagen, mal, wo soll das Ganze denn enden? Ja. Also können wir in unserem eigenen Land genauso werden wie deren Länder? Man hört irgendwie nichts. Es ist kein Empfang mehr da. Hört ihr mich? Hallo, hört ihr mich? Ja, mich hört man. Ja, muss man halt warten, bis er dann gleich wieder Empfang hat. Ja, euch wünsche ich einen Gottes Segen, Leute. Teilt bitte den Stream, liked bitte den Stream.
Gottes Segen, die Violetta. Ja, ist halt ein. Nein, ich komme heute nicht online. Ich komme Wochenende wieder, Leute. Ich muss arbeiten. Ich muss evangelisieren. Dann will ich noch ein bisschen rausgehen, die Natur genießen, Leute. Ja, Flyer verteilen. Betet auch heute für mich, Leute. Ich nehme heute ein paar Flyer mit. Ich glaube, ich werde also nach der Arbeit dann, ja, eine Stunde evangelisieren gehen. Eine Stunde. Nach der Arbeit nehme ich so 100, 200 Flyer mit, kleine Bibelhefte mit, das reicht. Da könnt ihr auch dafür beten. Das Wetter ist schön, da kann man viel rausgehen, evangelisieren gehen, auch zu Obdachlosen gehen, so Zeugnis ablegen, wie der lebendige Gott einen Menschen verändert. Das kann ich auch nur jedem mitgeben und auch raten, geht raus, Leute, holt euch Flyer, holt euch kostenlose Bibeln. Und egal, wo ihr herkommt, ob ihr jetzt auch aus dem Dorf kommt, stellt euch zum Hauptbahnhof hin, Wochenende, da könnt ihr auch predigen, Flyer verteilen. Ich erzähle nächstes Mal mein Zeugnis. Ich werde nächstes Mal mein Zeugnis erzählen. Ihr könnt auch gerne dann alle, dann wer Interesse hat, Zeugnis bei mir erzählen. Also falls ihr noch keine 1000 Followers habt, dann auf Instagram. Und dann speichere ich halt diese Streams, damit das ja auch andere Menschen sehen und hören. Das ist immer wichtig, Zeugnis zu erzählen. Zeugnis, Zeugnis, Zeugnis. Rausgehen, evangelisieren, ja, für den Herrn arbeiten. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht eingeschlafen sind, ne? Sondern dass wir rausgehen, die Stiefel anziehen und das Licht sind, wie der Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir wissen ja auch nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Uns bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Wir sehen ja auch, die Finsternis wächst und wächst. Der Antichrist steht vor der Tür. Und darum sollten wir auch Gas geben. So wie der Teufel Gas gibt, sollten wir auch Gas geben, ne? Das ist ja ein geistlicher Kampf. Sagt ja auch die Bibel, ne? Geistige Kämpfe haben wir hier. Darum müssen wir ganz viel rausgehen und den wahrhaftigen Jesus verkündigen, damit auch die eine oder die andere Seele gerettet wird. Ne? Weil wir sind Menschenfischer und wir sollten wirklich uns auch ein Beispiel nehmen und ein Vorbild an die Apostel nehmen. Die haben wirklich für den Herrn wirklich gebrannt, haben die, haben alles gegeben, die haben ihr Bestes gegeben. Und deswegen sollten wir auch unser Bestes geben. Jeder, der kann. Und auch wenn jemand alleine ist und er lebt im Dorf, kann ich dir sagen, du bist nicht alleine, du bist mit dem Herrn. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Der Herr gibt Kraft. Es reicht auch nur, wenn du nur einen Bruder oder eine Schwester hast. Es ist völlig egal. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was ich auch sagen wollte, Geschwister, wenn ihr keine Gemeinde habt, dann sucht euch einen kleinen Hauskreis mit 4, 5, 6 Geschwistern. Macht Abendmahl. Es ist wichtig, Gemeinschaft haben mit Geschwistern, mit Weltmenschen, die euch nicht gut tun, absondern, damit ihr nicht da in das alte Leben zurückkommt. Einfach absondern, ne? Vorbild sein. Und es ist sehr wichtig. Und die Muslime immer schön schlecht reden. Ne, wir lieben die Muslime. Wir lieben die Muslime. Wir reden die Muslime nicht schlecht. Das ist immer so ein Schutzschild von euch. Aber guckt euch doch mal Open Doors an. Guckt euch einmal Open Doors an. Und dann seht ihr das auch. Guckt euch doch mal Europa an, was hier eigentlich in Europa abgeht. Das kann man doch nicht mehr, man kann doch nicht mehr seine Augen zumachen. Das hat doch nichts mehr mit Hetze zu tun. Wir hetzen nicht. Und nur Jesus macht frei. Nur der Herr Jesus macht frei. Nur der Herr Jesus kann dir Frieden geben. Keine Religion. Nur der Herr Jesus Christus. Wir sind einfach zu viele. Das könnt ihr sein. Ihr könnt Milliarden sein. Das ist egal. Der Herr Jesus ist der wahre und einzige Gott. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Er wird wiederkommen mit seinen heiligen Engeln. Und wird sein tausendjähriges Reich auf dieser Erde aufrichten. Und ja, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn es ist einmal gesetzt, das sagt ja das Wort, es ist einmal gesetzt, dass der Mensch stirbt, danach aber das Gericht und
Ich möchte nicht in eurer Haut stecken, wie ihr mit Menschen umgegangen seid. Jeden Tag Lügerei, Betrügerei, böse Gedanken. Ihr könnt doch euer Herz doch nicht vor Gott verstecken. Nicht bla bla bla. Gott kennt doch eure Herzen. Also, wenn ihr das nicht mal vor den Menschen verstecken könnt, das müsst ihr euch mal geben. Die Menschen sehen doch schon euer Herz in der Hinsicht, wie ihr drauf seid. Jetzt müsst ihr vorstellen, Gott sieht doch alles. Also ihr wollt eure listigen Arten vor Gott verstecken, der alles sieht, der alles weiß. Und auch für die Muslime, ich rate euch, geht ins Gebet, fragt doch mal den Herrn Jesus, wer bist du? Bist du wirklich Gott? Zeig dich mir, offenbare dich mir. Wenn ihr das nicht macht, selber schuld. Ihr könnt jederzeit Gott anrufen, egal wo. So. Ja. Wo bist du? Ist er weg? Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, ihr Lieben. Hört ihr mich gut? Ja. Nochmal darauf zurückzukommen, aus einer weltlichen Perspektive. Ja, wir sind ja alle im Glauben. Und wir haben ja eigentlich nichts mehr mit der Welt hier zu tun, weil der Herr Jesus uns ja aus dieser Welt berufen hat. Und wir sind sein Eigentum und wir haben nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Wir sollen eigentlich nur verkündigen und uns vorbereiten, so leben, als würden wir den Herrn Jesus Christus jeden Tag erwarten. Denn er kommt wie ein Dieb in der Nacht, um uns mitzunehmen. Aber so weltlich gesehen, wenn wir uns das Ganze hier angucken, was hier zurzeit abgeht und das noch schlimmer wird und an den Grenzen schon wieder eine ganze Stadt wie Düsseldorf am Warten ist, um nur hier reinzukommen. 800.000 Menschen warten nur darauf, hier reinzukommen. Weißt du, was das heißt? Und das sind alles so Männer in meinem Alter so. Also so ganz wenige Familien mit Frau, Kinder, nicht. Da kommen nur stabile Männer hin. Und dazu werfen die dann auch ihre Pässe weg. Ja, dazu kommen dann auch noch die nordafrikanischen Länder kommen da auch noch dazu, weil die Schnauze von ihren Ländern da voll haben. Und dann kommen die dann hier nach Deutschland und wollen halt auch ein besseres Leben haben. Ne? Wahnsinn. Ja, ihnen kann man das ja auch nicht verübeln. Ne? Aber dass dann quasi dann so viele Straftaten passieren in letzter Zeit mit dieser Flüchtlingswelle, das ist unfassbar. Natürlich kriegt der ein oder andere Schock und denkt sich ja, wir müssen ja irgendwas dagegen tun. Wenn das so weitergeht, dann werden wir ja überrollt von den Leuten. Und dann ist es ja um uns geschehen sozusagen. Klar kriegen die dann Angst und Panik und so kann man dann natürlich verstehen. Aber deswegen sagt der Herr ja, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da, wohin ich hingehe, da werdet ihr auch sein. Deswegen dürften wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Natürlich haben wir hier und da auch unsere Ängste und Sorgen, weil wenn wir aus dem Haus gehen, wer weiß, was auf uns zukommt. Also ich kann es besonders. Also ich muss ja tagtäglich damit rechnen, dass irgendein Moslem, der so die Schnauze voll von mir hat, so mich da physisch am angehen. Ich habe ja zigtausende hier im Land zu Feinden habe ich ja gemacht. Müsst ihr das erstmal vorstellen. Wie viele zigtausende von Muslimen würden mir am liebsten an den Kragen gehen? Nur die trauen sich nicht, weil es daraus ja dann Konsequenzen auf sie zukommt. Dann wollen die lieber, dass das irgendjemand macht, der so voller psychisch krank ist oder was? Ja, das ist das, wenn du deinen Mund aufmachst gegenüber dieser Religion, aber auch diese Sachen ansprichst, die gerade ultra unbequem sind für diese Gesellschaft, da brauchst du ein schnelles Pferd, ehrlich. Ja, also auf jeden Fall hab keine Angst, denn der Jesus Christus hat
am Kreuz bezahlt und er wird uns alle retten, die wir an ihn glauben, an seinen heiligen Namen. Ja. Die Muslime sind auch so nur irdisch gesinnt. Nur irdisch. Die wollen so Allahs Gesetze hier einführen und dann so viele Sexsklavinnen haben und viele, viele Frauen, einfach so ein luxuriöses Leben hier schon führen. Und dann, wenn sie in den Tod gehen, führen sie dann in dem Himmelreich ein weiteres luxuriöses Leben. Das ist unfassbar. Nur Luxusleben, ne? Auf Armani-Style. Nein. Das sage ich dir, mein lieber Muslim. Es wird weder Hurel Ain geben, noch Jungfernhäutchen zerfetzen, noch irgendwas anderes. Da wird nur der lebendige Gott sein, der euch in die Hölle wirft. Das wird da sein. Denkst du, da steht dann Allah, der auf einmal da mit seinen 72 Jungfrauen auf dich am Warten ist und sagt, hier, bitteschön, mein lieber Muslim, ich habe schon deine Wohnstätte bereit gemacht. Hier ist dein riesen Palmen-Penis. Da sind deine Hurel Ain, deren Hintern 1,6 Kilometer breit ist. Und du darfst jetzt damit anfangen, bis in alle Ewigkeiten Jungfernhäutchen zu zerfetzen. Darüber kann man nur lachen, ey. Da habe ich nur Gelächter übrig, ey. Wer kann an sowas denn glauben, Mann? Das ist unfassbar. Keiner von denen macht sich Gedanken und sagt, das kann doch nicht normal sein, das ist doch keine normale Religion. Das muss ja vom Teufel sein, sowas. Dagegen ist ja Wikingerhimmel ein Witz mit Odin und Valhalla und so. ja. Hamir? Ja, hi. Gott segne dich, Bruder. Danke, dich auch, Bruder. Ja, wie geht's dir? Schön, dich wieder sprechen zu können. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Mir geht's gut. Der Herr Jesus Christus versorgt und behütet und beschützt. Amen. Amen, Amen. Ich hatte noch mal mit dir geredet gehabt, schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich dran erinnern. Ich bin seit 5 Jahren im Glauben. Bin ursprünglich Kurde. Hatte mit dir geredet gehabt. Du musst mal ein bisschen lauter sprechen, ich höre dich so schlecht. Ich hatte gesagt, wir hatten vorher noch mal miteinander geredet hier, ein paar Wochen her, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Bin seit 5 Jahren im Glauben und damals warst du mir halt eine sehr große Hilfe. Ich bin selber Kurde und Kurdi, Kurmanji. Eri, Kurmanji. Genau. Was bist du, Kurdi, Kurmanji? Ja, Kurmanji. Ah, Kurmanji. Ah, wir haben am Abend miteinander geredet, ne? Genau, richtig, da war es sehr spät Abend, richtig. Ah, ja, stimmt. Du bist ja zum Glauben gekommen durch die ganzen Videos, ne? Also ich war dir eine Hilfe, ne? Richtig. Hammer, der Herr segne dich, der Herr behütet dich, mein Gott. Danke, Bruder. Und durch mich sind auch mehrere kurdische Freunde, auch Aleviten und auch Sunniten, auch zum Glauben gekommen. Und haben unsere, ich sag mal, so eine Mini-Gemeinde unter uns, wo wir uns austauschen halt. Ja, Hammer. Geht ihr zur Gemeinde oder was? Bitte? Nein. Wir sind unter Freunde halt. Gehst du in eine Gemeinde? Nein, wir sind unter Freunde. Wir haben eine eigene Gruppe, wo wir uns ab und zu mal treffen. Aber wir gehen jetzt nicht in eine Kirche oder so. Also wir machen das unter uns. Ja, okay, Hauskreis also. Sehr schön. Genau, richtig. Ja, Amir, ich wollte eigentlich, wie gesagt, man kann sich nicht oft genug bei dir bedanken. Ich wollte nur sagen, dass deine Modi... Mir gebührt nicht die Ehre, mein lieber Bruder. Mir gebührt nicht die Ehre. Nur dem Herrn Jesus Christus gebührt die Ehre, nicht mir. Danke. Ich wollte, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber so eine Beschwerde einreichen. Und zwar folgendes, deine Modis, die arbeiten so ein bisschen komisch, denke ich. Also ich wurde eben gestummt, weil Danny da war und ich habe
geschrieben gehabt, hol mal bitte jemand anders rein. Daraufhin wurde ich gestimmt. Ich weiß nicht, warum ich gestimmt werde. Deine Mutis, die kennen mich auch alle, sei es die Alexa oder die Sveti. Ich wurde gestimmt, Ja, keine Ahnung. sei einfach neutral. Sei einfach neutral. Wenn jemand drinne ist und man mit dem redet, dann einfach erstmal Ja. zuhören. Wenn das alles ein bisschen so, weiß ich nicht, irgendwie abschweift oder was, dann kann man immer noch schreiben, so weißt Ja, aber das, weißt du, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, was ich wirklich gerne sagen möchte, ist, ich möchte jetzt nicht irgendwie du? jemand angreifen, Danny oder so, aber ich mag es nicht, wenn Christen den ganzen Tag über den Satan und über Illuminati und sowas reden. Man kann mal darüber reden, ja, aber jetzt wirklich, manche Menschen haben wirklich das Leben nicht Christus, sondern denen gewidmet irgendwie. Die reden den ganzen Tag darüber. Das verstehe ich irgendwie nicht. Muss man ja nicht. Man muss. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, du verstehst das, also was ich jetzt meine. Die Ja, reden den ganzen ich verstehe Tag dich von irgendwo, aber irgendwelchen Verschwörungen. du weißt ja, dass sehr viele Menschen auf der Suche sind. Und auch das muss ja auch, dieser Bereich muss ja auch abgedeckt werden von Geschwistern. Verstehst du, was ich meine? Sobald sich Leute auch für dieses Thema interessieren, kann man Leuten zeigen, hey, hör mal zu, der Satan wütet hier auf der Erde und der Satan hat seine Diener hier und guck dir das an, gegen wen sie sind. Und dann kann man den Leuten Stück für Stück das erklären. Weil es gibt ja Leute, die interessieren sich ja null für Islam sozusagen. Oder auch überhaupt über für den christlichen Glauben. Aber interessieren sich für Illuminati oder Satan und dieser Welt und alles Mögliche. Und da kann man die auch auf dieser Ebene dann abholen. Verstehst du? Jeder Bereich muss Sicher, 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 sicher. so bearbeitet werden. Ne? So ist das. Wir alle bilden Definitiv. dieses Glied in der Kette und jeder sollte auf seine Art und Weise versuchen, das Beste daraus zu holen. Das musst du dann Gott überlassen, wie er die Menschen dann benutzt für sein Reich. Richtig, ja, das Du lag mir bete ja so einfach an. nur dafür. Amen. Wie gesagt, das lag mir so auf dem Herzen, das wollte ich gerne mal so gesagt haben, weil ich habe auch mehrere Brüder, die hier auch zuschauen. Ich weiß, auch wir halt kommunizieren halt untereinander auch und das liegt halt mehreren so auf dem Herzen, dass das halt so ein bisschen, ich sag mal, so leicht übertrieben wird immer das Thema. Aber gut, egal, wir haben es jetzt durchgehabt. Ja, Ich wie habe mal eine gesagt, andere Frage. du musst dann für die Geschwister dann beten, ne? Weil wenn dann Leute sich für das Thema interessieren, dann kann man denen zeigen, aha, anhand von Satan und dem biblischen Satan kann man den Leuten zeigen, hör mal zu, dieser biblische Satan hat es nur auf den Herrn Jesus Christus abgesehen und das ist sein einziger Gegner, den er hat, nämlich gegen Gott selber vorzugehen. Und das ist der Herr Jesus. Richtig, richtig. Aber ich habe eine Bitte an dich, beziehungsweise folgendes. Ich habe sehr viele alevitische Brüder, die vergöttern Ali halt auch sehr fast schon, ne? Also es ist wirklich so extrem. Ich weiß nicht, wie das bei den Schiiten ist, aber die Aleviten tragen ja immer diese Ali-Kette und so weiter mit dem Schwert. Und könntest du auch ein bisschen Content über Ali bringen? Also der ist ja er ist auch nicht so gerade der beste Imam gewesen, dass man, ich versuche das halt immer denen so ein bisschen zu erklären, aber die sagen dann immer nein, der hat irgendwie ja niemand Du kannst umgebracht oder der. denen erklären, was du willst. Wenn die fanatisch in Ali sind, dann kannst du da machen, was du willst. Sie wissen doch, dass Richtig, man richtig. einem Menschen, der auch gesündigt hat, alle Menschen sind ja sündig, außer einer. Und das ist Jesus Christus. Warum sollen wir denn jemanden folgen, statt jemanden, der nicht gesündigt hat? Ich würde nur jemanden folgen, der nicht gesündigt hat, oder? Rein vom Logischen her. Richtig, richtig, klar, eben. Oder würdest du jemandem folgen, der die ganze Zeit Fehler gemacht hat und der dich auch nicht führen kann? Weil der Herr Jesus Christus sagt ja, wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Richtig, richtig. Ja, und wenn man mit Hadithen und so kommt und sagt, guck mal hier, Mohammed hat das und das gemacht, dann sagen die ja, also die stellen Ali sogar höher als Mohammed. Die sagen, ja, das ist ja gut, das hat Mohammed gemacht, das ist ja nicht unser Bier nach dem Motto, aber Ali hat ja sowas nicht gemacht. Verstehst du, aber wenn ich mir auch Hadithe von Ali. Ja, du siehst ja, du siehst ja. Du siehst ja auch bei den Schiiten, du siehst auch bei den Schiiten, dass die ja auch den Namen von Hussein und Hassan und Fatima und alle rufen. Ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Sie verstehen ja gar nicht, was sie da machen. Die rufen ja einfach verstorbene Menschen. Und dann sagen die, ja Hussein, ja Ali, ja Hassan und so, ne? Ja, Labbaika, ja Ali und so. Also die sagen so, ich folge dir Ali. Das ist Ja, unglaublich. es ist schon ein bisschen übertrieben. Also die,
Ja, wenn man so darüber nachdenkt, so, dann denkt man sich so, hä? Diese Menschen sind doch verstorben, was willst du nicht folgen? Den willst du denen in den Tod folgen oder was? Der Einzige, der den Tod besiegt hat, ist der Herr Jesus Christus. Offenbarung 1, 8, 18. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zeig mir eine Aussage von den ganzen Sahaba und diese ganze Ahlul Bayt, der Familie von Muhammad, die gesagt haben, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle sind tot. Richtig. Alle. Der Einzige, der den Tod besiegt hat, ist der Herr Jesus. Und das kann ja keiner leugnen. Ja, das wollen die halt nicht sehen. Die sagen, Ali Schwert ist halt Hack und das ist halt Schwert der Wahrheit. Und die versuchen da irgendwas reinzuinterpretieren einfach. Was ich überhaupt ja, nicht verstehe. Und damals, als ich mich so damit intensiv beschäftigt habe, habe ich dann so Überlieferungen gelesen, wo auf einmal so Schiiten darüber berichtet haben, wie brutal dieses Schwert von Ali war. Also nur er konnte das so hochheben, dieses Schwert. Das war so ein Megaschwert von mehreren zig von Kilos. Und ja, die Leute haben das nicht hochbekommen. Nur er hat das so hochbekommen, wie in diesen alten Mythen und Geschichten und sowas. Versteht ihr? Richtig, das laut einer Überlieferung gut. Also diese Mystifizierung dieser Person und dieser Personenkult, dass sie aus ihm so, weiß ich nicht, wie so David gegen Goliath und sowas, weißt du? Ja, ein Alevit hat mir mal gesagt, dass der Schwert 2,5 Tonnen schwer ist und dass nur Ali. Ja, sowas, genau. Genau, dass das Schwert so unfassbar viel Kilo wog und nur Ali damit so umgehen konnte und dann mit einem Hieb so mehrere zig von Leuten so Und wirklich, also sorry an die Leute, ich muss jetzt lachen, aber das ist halt. Ja, da musst du mal vorstellen, wie in so einem Comic, der nimmt dann dieses Schwert so und dann kommt dann wie die Leute rein. Das ist so unglaublich, ey. Ja, man denkt halt so, das ist wie so aus einem Comicfilm, so, ne, Excalibur. So, nur dieser Typ kann das aus diesem Stein da rausziehen und dann ist er da am Rumschwingen und alles Mögliche. Unfassbar, unfassbar. Also, es gibt auch so eine Aussage, da muss ich auch nochmal lachen. Also, das Schwert hat ja vorne zwei Spitzen, ne, kennst du ja sicherlich. Das Schwert, ja. Genau, das sind ja vorne zwei Spitzen und es soll halt, dass die eine Spitze soll dann halt die Wahrheit sein und das andere ist dann halt irgendwie das Licht oder so. Also es soll irgendwie eine ganz andere Bedeutung haben. Aber die wirkliche Bedeutung von dem Schwert ist, vorne diese zwei Spitzen, das ist extra so gebaut worden, dass man mit der Spitze an Hals geht, mit den beiden Spitzen, weißt du, dass der Hals halt in der Mitte ist und wenn du dir dieses Schwert dann halt so reinstichst, dass du dann einmal drin brauchst und dann dass dann halt dein Feind direkt stirbt. Und die interpretieren das halt so und die eine Spitze ist irgendwie halt die Wahrheit, der andere ist das Weg von Ali und keine Ahnung, irgendwie so ein, ich verstehe nicht, wie man so blind sein kann, um das einfach nicht einzusehen. Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, du musst dir natürlich vorstellen, dass sie Ali auch lieben. Also, sie lieben Ali, sie lieben auch die Familie von Ahlul Bayt, also von Muhammad, ne, und verehren sie. Ne? Aber diese Verehrung geht ja schon in die Anbetung, ohne dass sie sich bewusst sind. Du musst dir mal vorstellen, dass sie dann anfangen, so irgendwelche Geburten. Ja, die vergöttern ihn schon auch. Also das ist schon nicht normal, ne? Ja, nicht nur das, sondern auch, ich glaube, in Karbala ist das oder was, ne? Diese, da gibt es ja irgendwie das Grab von Imam Hussein oder was ist das, glaube ich, ne? Dann laufen sie dorthin und streicheln da und küssen diese Säulen und lecken schon so daran. Ja, das ist unfassbar. Richtig, richtig, richtig. Das wirkt sehr, sehr, verstörend irgendwie. Ja, das ist unfassbar. Wie gesagt, also ich habe. Ja, und dann, wenn man das so anschaut, dann denken die darüber gesprochen werden. Das ist so sehr, sehr komisch, Mann. Richtig. Wie gesagt, ich habe sehr viele alevitische Freunde und die sind auch wirklich herzensgute Menschen, aber wie gesagt, die sind halt auf dem falschen Weg und das versuche ich denen immer, weil die Aleviten sind, ich sag mal, die hören einen eher zu, die sind
ja, leichter abzuholen als irgendwelche Sunniten oder so, weißt du? Weil die Aleviten sind schon ein bisschen weltoffener, muss man ehrlich sagen. Deswegen. Das hat nichts mit Sunni oder Schia zu tun, das hat mit der Herzenseinstellung zu tun, mein Lieber. Wenn jemand offen für die Sache ist, verstehst du, es gibt auch unter Sunniten, Schiiten, egal welcher Denomination im Islam, es gibt unter ihnen Menschen, die offen sind mit ihrem Herzen und diese muss man erreichen, verstehst du? Nicht nur, weil Aleviten ja sehr tolerant und offen sind, sondern es gibt auch unter denen auch liberale, offene, die noch nicht so vergiftet sind von diesem ganzen Wahnsinn. Weißt du? Richtig. Nee, die gibt's da ja muss überall. Man versuchen, das Ganze dem dann zu näher zu bringen, ne? Was sich da alles da drin befindet, was, woher der Ursprung kommt. Ne? Man muss die stellen den Islam ja nicht in Frage, weil Allah ihnen das ja verbietet. Und der Mohammed sagt ja auch in einem authentischen Hadith, drei Dinge sind es, die Allah für euch hasst. So. Und das ist einmal die Seide zu tragen, Musik zu hören und zu viele Fragen zu stellen. Allah hasst das, wenn du zu viele Fragen stellst. Richtig, auch mit Musik ist das auch so eine Sache, ne? Also, wie gesagt, bei Aleviten in Jamhäusern, da wird ja nur Musik gespielt. Die machen die ganze Zeremonie ist ja mit Musik. Da ist kein Moment ohne Musik. Siehst du? Also, du siehst also zum Beispiel, wenn der islamische Staat auf so Aleviten trifft, da gibt es nur Gemetzel. Ne? Nur Gemetzel. Genauso wie wenn der islamische Staat, die sunnitischen Muslime des islamischen Staats, auf die Schiiten trifft, da gibt es nur entweder konvertieren oder Tod durch das Schwert. Bei denen, für die gibt es ja keine Jizya zu bezahlen. So wie Omar das gesagt hat oder Mohammed das befohlen hat. Für sie gibt es nur Tod oder Islam konvertieren. Also zum sunnitischen Islam. Aber auf der anderen Seite sehen wir dann auch die Schia, die dann auch nicht zimperlich umgehen und auch morden ohne Ende. Ne? Also auf beiden Seiten, da kannst du vergessen, ehrlich. Ja, die haben ja auch irgendwo alle denselben Geist, von daher kann man ja auch nichts anderes erwarten. So ist das. Ich sage es immer und immer wieder, in Sachen morden und losziehen und anzugreifen, stehen die sich in nichts nach. Beide sind heftig. Richtig. Sowohl die schiitischen Milizen als auch die Hisbollah-Fighter und so, ne? Als aber auch der islamische Staat mit ihren Anhängern und Soldaten des islamischen Staates. Beide gnadenlos. Definitiv, definitiv. Ja, Amir, ich danke nochmal, dass du mich hochgenommen hast. Wie gesagt, ich wollte das einfach so nochmal loswerden. Und genau, danke nochmal für deine ganze Arbeit, für deinen Mut vor allem. Gott segne dich, mein Lieber. Was du hast und Gott segne dich und deine Familie und mach weiter so. Wir stehen alle nicht hinter danke dir. Danke dich auch, mein Lieber. Halte mal dieses Christusfest, ja. Wir stehen vor dir und nicht hinter dir. Danke, Bruder. Gott segne dich, mein Lieber. Ja, das ist natürlich sehr...